Tja, hier können wir erstmal nichts mehr machen. Vielleicht im Dorf? Oder hier. Ach, ja klar, hier ist doch jetzt das Flugzeug. Ja, stimmt. Klar, jetzt ist doch der Tiger weg. Jetzt können wir doch rein theoretisch das Flugzeug untersuchen. Zum Glück bin ich ein guter Kletterer. Na komm, Fenton, das schaffst du. Da hängt ein Flugzeugwrack im Baum und ihm macht das nichts. Er klettert einfach hoch. Kann ja auch nicht runterfallen oder so. Ach so, okay, Cockpit. Im Cockpit wachsen mittlerweile jede Menge Pflanzen und alles ist verdreckt. Nur eine Art Handschuhfach scheint noch unversehrt zu sein. Und kannst du das auch öffnen? Im Handschuhfach liegt ein relativ gut erhaltener Pappkarton. Der Rest des Cockpits ist zerstört, verdreckt und von Pflanzen überwuchert. Ein Pappkarton, gut. Da gucken wir dann gleich mal rein. Haben wir hier sonst noch irgendwas am Flugzeug? Anscheinend nicht runterklettern. Irgendwas ist auch bestimmt noch mit der Liane, die wir aber ja mit der Hand so nicht abbekommen. Oh, Stunden später. Ich bin eingeschlafen. Fenton ist dann auch endlich mal unten. So, was haben wir denn Schönes im Pappkarton? Mal schauen, was sich in diesem Karton befindet. Sieht aus wie ein altes Funkgerät. Aha. Ein Funkgerät mit handbetriebenem Generator. Man erzeugt Strom, indem man diese kleine Kurbel an der Seite dreht. Oh, die Kurbel hat sich von der Welle gelöst. Huch. Okay, wir haben also eine Kurbel. Diese kleine Kurbel hat sich von der sechseckigen Welle des Funkgeräts gelöst. Falls ich das alte Ding mal benötigen sollte, kann ich die Kurbel ja wieder auf die Welle stecken. Sofern das Ding dann noch funktioniert. Aber ich frage mich gerade, wie wir damit ein Hai weglocken sollen. Sollen wir damit Vibrationen im Wasser machen oder was? Also, Tonkrug mit Wasser, Tuch mit Hühnerblut, das ist soweit klar, Pappkarton. Das Wasser hat die Pappe eingeweicht. Aha. Ich habe die dicke Pappe in Wasser eingeweicht. Und das bringt uns was? Gar nichts. Feuchte Pappe, feuchte Pappe. Also, das war die Liane. Können wir die jetzt vielleicht? Nein, damit nicht. Mit den Feuersteinen abschneiden auch nicht. Mit der Kurbel ist totaler Quatsch. Ich gehe noch mal ins Dorf. Feuer brennt noch, das Blut, damit können wir nichts mehr machen. Mit dem Baum noch was machen, ja, ich frag mich echt was. Zerbrochener Warum soll ich Tonkrug. den leeren Tonkrug aufs Feuer stellen? Ja, das frage ich mich auch, Fenton. Ich dachte, du hättest da eventuell eine Antwort. Funkgerät. Ich will den Generator des Funkgeräts im Moment nicht in Betrieb nehmen. Mein Gefühl sagt mir, dass ich den alten Kasten nicht unter Strom setzen sollte, solange ich ihn in den Händen halte. Boah, ich habe gerade keine Ahnung. Also nochmal zur Lagune. Und vielleicht können wir. Ah, das glaube ich. Ich habe gelesen, dass Raubfische sehr empfindliche Sinnesorgane besitzen. Mit den lorenzinischen Ampullen können Haie in ihrer unmittelbaren Nähe bioelektrische Felder aufspüren, wie sie etwa von Muskelbewegungen erzeugt werden. Dabei messen sie teilweise Spannungsunterschiede von einem Tausendstel Mikrovolt. Vielleicht kann ich mir das zunutze machen. Allerdings wird es den Hai kaum beeindrucken, wenn ich das Funkgerät einfach so ins Wasser werfe. Das ist wohl wahr, aber was müssen wir dann damit machen? Hier ist immer noch dieser Bug, dass man nicht sieht, was das eigentlich ist. Feuchte Pappe.
Tonkrug. Einmal Wasser, kommt sofort. Wasser im Tonkrug? Hä, war der gerade leer? Ich dachte, der wäre gefüllt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich kann hier alles wieder 100 Mal ausprobieren. Tja. Das macht er ja nicht, ne? Das Blut am Lappen. Ja. War. Das trockene Schilfbündel brennt sicher sehr gut. Ach ja, und die würde Fackel. Eine prima Fackel. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Das hatten wir gerade, das hatten wir eigentlich alles schon. Aber man kann es ja einfach noch 100 Mal machen. Weil es so viel Spaß macht, das geht alles nicht. Gut, ich gehe nochmal zurück. Und zwar zum Sumpf, ins Dorf. Ach, ich gehe nochmal zum Sumpf. Ach, jetzt klettert er wieder rauf. Aber okay, vielleicht muss das so sein. Vielleicht können wir doch noch was im Cockpit finden oder machen. Das ist gar nicht so leicht. Und ich hätte ja mal wieder Lust auf so ein richtiges Rätsel. Ihr wisst schon, so Schiebepuzzle oder irgendwie sowas. Okay, das funktioniert wohl nicht. Abdeckung. Hier ist eine Metallplatte aufgeschraubt. Die Abdeckung ist mit 4 Sechskantmuttern festgeschraubt. Was ich damit sagen will, ohne Werkzeug bekomme ich die nicht ab. Okay, kannst du das vielleicht mit der Kurbel machen? Die ist doch auch sechseckig. Das nenne ich Glück. Die kleine Kurbel passt nahezu perfekt auf die sechseckigen Schrauben, mit denen die Abdeckung am Flugzeug befestigt ist. Unter der Abdeckung ist ein langes Kabel, das zur Elektrik des Flugzeugmotors gehört. Ich nehme es mal mit. Ah, wunderbar. So, und jetzt drücke ich hier mal auf die Lupe. Hier können wir gar nichts mehr machen. Gut, dann suche ich das mal eben. Ich verbinde das eine Ende des Kabels mit den Kontakten des Funkgeräts. Und nu? Ich habe das Stromkabel mit den Kontakten des Funkgeräts verbunden. Ich will den Generator des Funkgeräts. Mein Gefühl sagt mir... Ach so, okay, okay. Ja, können wir das so schon dann ins Wasser werfen beim Hai? Ich knote den blutverschmierten Lappen an das lose Ende des langen Kabels. Ach, alles klar. Ich habe die schicke Kombination aus Stromkabel und blutbeflecktem Lappen an die Kontakte des Funkgeräts gebunden. Okay. Ja, wie oft will ich das eigentlich noch versuchen? Gut, dann gehen wir wieder runter. Mich echt, was mit der Kim ist, ob die wirklich tot ist. Oder ob wir sie am Ende nochmal zu Gesicht bekommen, wenn wir auch hoffentlich den Richard finden. Ich bin gespannt. So. Dann versuchen wir doch jetzt einfach mal das Dingen... Hier dran zu hängen geht nicht. Okay, dann einfach mal reinwerfen. Das Funkgerät kann man elektrisch aufladen und den Strom über das Kabel ins Wasser leiten. Da Haie über sehr empfindliche Sinnesorgane verfügen, reicht bereits eine schwache Spannung aus, um selbst diesen Burschen zu vertreiben. Leider schwimmt der Hai sehr tief und der Generator im Funkgerät ist kein Kraftwerk. Dank dem Lappen als Köder sollte es aber klappen, den Hai näher heranzulocken. Dem Hühnerblut kann er sicher nicht widerstehen. Boah, ich dachte jetzt gerade schon, das klappt nicht. Na komm, kleiner Hai, komm. Es klappt. Der Hai ist nach oben gekommen und umkreist nun das Kabelende mit dem blutigen Lappen. Ich sollte mich beeilen, bevor der Hai mit seinem Beutecheck fertig ist und den Lappen samt Kabel und Funkgerät in die Tiefe reißt.
Und er will jetzt einfach so ins Wasser, während der Hai direkt neben ihm rumschwimmt. Das ist ja super. Wie, du solltest dich beeilen. Hä? Ach so. Aha. Falls das Ding noch einwandfrei funktioniert, dann jage ich gleich gigantische 40 Volt durchs Wasser. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir den Hai hier töten müssen. Oder ihm einen Stromschlag versetzen müssen, wie auch immer, ich weiß gar nicht. Oh Gott, armer Hai. Hui. Fenton Paddock, Albtraum indischer Raubtiere. Der Hai ist weg und damit steht einem ausgiebigen Tauchgang zur Tempelruine nichts mehr im Weg. Ja, hoffentlich nicht, dass der gleich wieder auftaucht. Gut, das können wir nicht mitnehmen. Dann springen wir mal ins Wasser. Gott, ich habe nur begrenzt Luft. Hilfe! Hilfe, ich habe nur begrenzt Luft. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh-oh. Komm schon, Fenton. Das Tor ist wirklich riesig. Und hier unten hat es eine merkwürdige Vertiefung. Die Vertiefung ist nicht sehr groß. Ich kann mit meinen Fingern das Innere abtasten. Hinten scheint eine Art Mechanismus zu sein. Okay, nimm mal die Metallstange, die sticht ja direkt ins Auge. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Fenton! Komm schon. Grund? Ich sehe hier nur Schlamm, sonst nichts. Okay, hoch, hoch. Hoch, Fenton, hoch! Oh-oh. Ich habe sicher viele Stärken. Die Luft ewig anzuhalten gehört leider nicht dazu. Boah, wir haben es aber noch geschafft, Gott sei Dank. Wobei ich gleich noch mal gerne runtertauchen würde. Eine Metallstange. Die Metallstange hat an der Seite einen scharfen Grat. Und obwohl sie offensichtlich lange im Wasser gelegen hat, ist sie kaum verrostet. Okay. Ich überlege gerade, im Dorf war ja nur noch das Feuer und der Baum. Eventuell können wir damit die Liane abschneiden. Das probiere ich doch einfach mal aus. Jo. Ein sauberer Schnitt. Jetzt läuft eine ölige Flüssigkeit aus der Liane. Ach, okay, eine ölige Flüssigkeit. Ja. Mit einem sauberen Hieb glatt durchtrennt. Nun tropft eine ölige Flüssigkeit aus der Liane. Durch den öligen Saft ist die Haut meiner Hände wieder schön zart und weich. Ach, sag bloß. Sag bloß, wir brauchen die weiche Haut, um durch die Öffnung zu fassen? Oder können wir... Nee, das geht nicht. Ja gut, also nochmal zurück. Boah, so ein Hin und Her hier. So, und nochmal ins Wasser. Fenton, schwimm schneller. Ich will wissen, was da am Grund ist. Komm schon. Ich sehe hier nur Schlamm, sonst nichts. Ach Mist. Ich fülle etwas weichen Schlamm in den Krug. Ah, alles klar. Feuchte Pappe, Bündel, Feuersteine, Bastschnur ist Quatsch. Im Krug ist feuchter Tonschlamm vom Grund der Lagune. Okay, ich tauch mal... Was war das? Von außen sieht der Tempel noch halbwegs... Okay, wir haben keine Zeit mehr. Raus, Fenton, raus. Das war mir jetzt doch ein bisschen zu knapp. So, Tonkrug mit feuchtem Ton. Ja, und nu? Ich check das nicht so ganz. Moment. Nochmal zum Dorf. Aber was bringt uns das? Den Ton zu brennen ist eine interessante Idee. Aber solange er in diesem Krug ist, hätte das Endprodukt ja gar keine brauchbare Form. Genau das meine ich. Aber was machen wir dann? Wo können wir den Ton... Moment. Ja, aber wir können doch den
flüssigen Ton? Moment. Nee. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, ist das schwer. Ich gehe doch nochmal dahin. Und tauche doch nochmal ab. Vertiefung. Aber wir können da ja nicht den flüssigen Ton reinkippen. Das bringt doch nichts. Wir müssten davon einen Abdruck machen und das dann in Ton brennen. Die Vertiefung ist nicht sehr... Hinten scheint eine Art Mech... Nee, das ist nämlich Quatsch. Sehr unwahrscheinlich, dass ich so das Tor mit der Stange öffnen kann. Außerdem möchte ich die Vertiefung nicht beschädigen. Feuchte Pappe. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Tor, Vertiefung. Tempelruine, Grund. Wir müssen hoch. Verdammt, die Luft wird knapp. Ich muss wieder nach oben. Ach, das ist aber gut, dass er nicht stirbt. Ich hab gedacht, dann stirbt er und wir müssen irgendwie vom letzten Punkt nochmal spielen. So. Tja. Im Krug ist feuchter Tonschlamm vom Grund der Lagune. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich habe die dicke Pappe in Wasser eingeweicht. Moment, ging das gerade? Nee, ne? Nee. Ich bin nur ein kleines bisschen überfragt hier.